Moin Leute, die Pfeiler hier und bevor wir starten, möchte ich euch gerne den Sponsor von dem heutigen Video vorstellen und zwar Gamivo. Gamivo ist eine Seite, wo ihr eure Game Time für World of Warcraft quasi ganz locker flockig schnell kaufen könnt und mich quasi kostenfrei damit auch noch supportet. Ihr klickt auf den allerersten Link in der Videobeschreibung, das ist mein Affiliate-Link und mein Code funktioniert auch nur, wenn ihr den Shop und den Kauf über diesen Link abschließt. Das ist wichtig an der Stelle. Dann könnt ihr zum Beispiel hier gucken, in dem Fall haben wir 60 Tage Game Time für World of Warcraft hier und die Preise variieren immer so ein bisschen. Zum Beispiel, ja, vor einer halben Stunde hatten wir noch minus 12%, momentan sind es minus 10. Ich habe auch schon minus 15% gesehen, da müsst ihr aber mal gucken. Und das Schöne an Gamivo ist, die listen euch immer hier die aktuellen Angebote quasi auch auf. Dann könnt ihr auch immer schauen, okay, wie teuer ist es quasi auf anderen Plattformen. Und ich finde es einfach eine mega Geschichte, weil ihr mich quasi supporten könnt, ohne irgendwie Geld bezahlen zu müssen. Im Gegenteil, ihr spart eigentlich auch noch dabei. Ich habe das mal ausgerechnet, ein normales Abonnement ist man immer so bei 13 Euro. Das habe ich auch tatsächlich, obwohl ich seit Jahren WoW spiele, bezahle ich jeden Monat 13 Euro. Keine Ahnung warum. Wenn man das über solche Seiten macht, spart man so um die 2 Euro im Schnitt, würde ich vermuten, jeden Monat. Man ist dann so bei 11 Euro ungefähr. Wenn ihr mich supporten wollt und dabei auch noch Geld sparen wollt, dann checkt das gerne mal ab. Wie gesagt, der allererste Link in der Videobeschreibung und dann noch den Code DieFeilerX eingeben. Damit kommt ihr quasi nochmal 3% drauf her. Und jetzt fangen wir aber an mit dem Video. Moin moin Leute, DieFeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres 30 Minuten Goldfarmen mit DieFeiler Video. Das letzte Video, wo wir Primal Air gefarmt haben, was ich euch hier nochmal irgendwo verlinke. Das ist sehr gut bei euch angekommen und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch heute mal einen weiteren sehr, sehr guten Goldfarm, der momentan wahrscheinlich sogar der beste Goldfarm ist, den ihr in Burning Crusade Classic machen könnt. Und zwar werden wir heute Primal Fire farmen. Beziehungsweise ich blende euch das gerade mal ein. Das sogenannte ja, Mode of Fire oder halt eben auf Deutsch die Feuerpartikel, die wir dann quasi in die Primal Fire umwandeln können. Die droppen an verschiedenen Orten in Burning Crusade. Ja, hier mal der Loot Table quasi, wo ihr die bekommen könnt. Lasst euch aber nicht von den 77% hier irritieren. Bei diesem erbosten Nether-Gespenst in Netherstorm. Die sind nicht wirklich farmbar, finde ich. Ihr seht hier, die sind komplett verteilt über die Map und machen nicht wirklich Sinn, die zu farmen. Nein, wir widmen uns quasi hier der, meiner Meinung nach, besten Variante. Und zwar dem glühenden Höllenfunken. Und zwar im Norden der Höllenfeuerhalbinsel sind die quasi hier angesiedelt. Das sind diese Feuerelementare, die wir hier heute farmen werden. Ihr seht hier, wir haben 35% Drop Rate auf 1 bis 2 Feuerpartikel und das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Wir droppen auch etliche Greens und es ist einfach ein sehr, sehr geiler Farmspot, den ich euch heute mal ganz entspannt eine halbe Stunde vorstellen werde. Und zwar könnt ihr hier nur farmen, wenn ihr einen Flugmount habt. Ihr müsst quasi euch vorher einen Flugmount besorgt haben, damit ihr überhaupt hier hochkommt. Und das ist quasi hier oben die Location, wo der World Boss Kazak in einigen Tagen spawnen wird, wo sich die Gilden dann drum kloppen werden. Und rundherum befinden sich halt hier eben diese Feuerelementare, die hier auch schon von einigen Leuten fleißig gefarmt werden. Und das ist halt aber eben auch einer der Gründe, warum ich denke, dass es momentan wirklich noch ein extrem guter Goldfarm-Spot ist, weil eben nur Leute hier hinkommen, die eben einen Flugmount haben. Das heißt, es ist schon noch so ein bisschen was Exklusiveres momentan, wenn dann so in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Leute hier quasi hochkommen können, theoretisch gesehen, dann sollte das hier deutlich mehr überfarmt sein, vermute ich. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal locker flockig den Timer an und fangen mit dem Farmen an. Ja, ich farme hier heute wieder mit meinem Schurken. Der ist für den aktuellen Stand von Burning Crusade relativ gut equipped, würde ich mal behaupten. Wir haben hier schon den epischen Schmiedekolben am Start. Wir haben sehr viele gute blaue Items am Start.
Und ja, braucht man nicht drüber reden. Natürlich einen Warlock oder Jäger oder auch ein Mage, die können hier deutlich besser farmen. Ach so, oh, nochmal wichtig, ich hatte hier schon 8 Mode of Fire hatte ich schon im Inventar. Das heißt, wir fangen quasi ab hier an und zählen, also die 8, die rechnen wir am Ende nicht mit. Aber auch ein Schurke, muss ich sagen, und auch ein Melee kann hier eigentlich relativ gut noch farmen vom Damage her. Jetzt haben wir schon wieder 2 bekommen gerade. Wie gesagt, 8 werden wir am Ende abziehen. Keine Sorge, damit wir auch hier realistische Werte natürlich haben am Ende. Genau, wie gesagt, ich bin mit meinem normalen Hemo-PvP-Spec am Start, mit Shadow Step. Und das ist meiner Meinung nach immer noch für den Schurken so der beste Farm-Spec, weil man eben auch zwischendurch nervige Hordler unter Umständen entfernen kann. So. Auch wichtig, immer genug Nahrung dabei haben. Dadurch, dass er halt eben dann doch schon ein bisschen mehr Damage bekommt als Caster, ist es schon nicht schlecht, wenn ihr auch genügend Food dabei habt und auch ein paar Verbände sind auch nicht schlecht. So. Gehen wir mal direkt weiter hier. Das ist halt auch ein Punkt, der wichtig ist bei dem Farmspot hier. Ihr werdet das gleich merken. Es ist momentan nicht so relevant, weil wir haben es gerade 10 vor 1 auf dem Sonntag. Ich denke mal, die meisten No-Life-Kollegen pennen noch, die hier sonst immer farmen. Die werden so die nächsten 2-3 Stunden alle kommen. Dann sollte hier wieder deutlich mehr los sein. Aber ihr profitiert hier schon sehr, sehr stark, wenn ihr ein episches Flugmount habt. Das muss man eindeutig sagen bei dem Farmen. Ich würde vermuten, dass ihr hier eure Gold pro Stunde deutlich, deutlich nach oben pusht, wenn ihr mit einem Epic Flyer farmt. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier sehr viele diese Elite-Viecher. Die wollt ihr nicht pullen, die droppen auch keine Sachen. Die kloppen euch einfach nur down. Und dann haben wir hier noch diese komischen Aufseher hier irgendwie. Ja, die wollt ihr im Grunde genommen auch nicht farmen. Wenn hier wirklich die Hölle los ist, ja, und alle im Sturzflug hier immer auf die Elementare runterballern und so schnell taggen wie möglich, und ihr hier mit eurem normalen Epic Mount rumreitet, immer noch die hier umgehen müsst und ja, dann farmt ihr nicht wirklich effektiv. Das kann ich euch versprechen. Ich kann das gerade vielleicht mal demonstrieren, wenn ich mein normales Epic Mount hier nehmen würde. Ne, ihr merkt schon, jetzt müsste ich hier, oh, den muss ich ausweichen und also man wird sehr schnell eingeschränkt in seinem Farmen. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, dann nehme ich einfach mein normales Flugmount, ja, aber dann seid ihr ungefähr so mit der Geschwindigkeit unterwegs. Und dann haben die Leute auch schon wieder 3 Jahre vor euch das Mob gepult irgendwie, ne? Deswegen, ich würde schon sagen, dass der Spot im Vergleich zu einigen anderen Spots, die wir auch in den nächsten Wochen noch anschauen werden, eher Leute begünstigt, die eben ein Epic Flugmount haben. Ja, das kann man schon so sagen. Das kann man schon so sagen. Oh, jetzt haben wir hier schon das erste Green. Das sind einfach mal 9 Gold beim Vendor. Abfahrt, Leute. Sehr schön. Und wir haben quasi schon 9 Primal Fire gefarmt. Beziehungsweise, ja doch. Bisschen nervig, ne, dass wir diese 8 immer rausrechnen müssen jetzt, ey. Aber gut, können wir nicht ändern. Ich war kurz davor, bevor ich hatte halt eben quasi schon mal einen Take gemacht von dem Video. Und da hatte ich schon 8 Stück gefarmt. Und ich wollte die gerade löschen. Hab mir gedacht, Digga, ey, du brauchst die ja selber. Kannst du nicht vor jedem Video dann immer die löschen irgendwie? Oder? Dann komme ich ja nie weiter im Spiel hier. Aber ich denke, das können wir uns einigermaßen merken. Diese 8 hier unten. Und das nächste Green, jawoll! Also, das. Da freue ich mich aber drüber gerade. Könnte vielleicht auch mal hier nochmal so hier den Loot vielleicht für euch reinmachen, ne? Ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Dann habt ihr immer noch eine bessere Vorstellung davon.
Das Pulver, der ist vielleicht nicht so clever, aber hier leicht abgelenkt gewesen. Nicht gut. Ich habe zum Beispiel gerade auch Mindnump und Cripple auf der Waffe drauf, weil hier eben gerade noch so ein bisschen PvP ging. Jetzt ist es wieder ruhiger. Das kann man natürlich auch immer nicht ahnen. Warte mal, da ist ja noch die Webcam davor. Sorry. So. Machen wir das mal hier hin. Oder machen wir das mal vielleicht mal hier hin. Dann könnt ihr hier immer noch so ein bisschen verfolgen, was hier gerade droppt. So. Oh, ich liebe es einfach, Gold zu farmen in Burning Crusade. Ich weiß auch nicht. Diese Open World Gold Farm, den liebe ich einfach. So, jetzt werde ich aber gleich mal wieder so ein bisschen hier PvE-Gifte draufklatschen. Solange hier jetzt kein PvP geht, macht das deutlich mehr Sinn. Na? Alright. Ich bin tatsächlich gerade selber sehr gespannt, wie viel Gold wir hier in der Stunde machen. Ich meine, es wäre natürlich repräsentativer, wenn wir hier wirklich auch eine Stunde fahren würden. Aber ich bin der Meinung, für so ein YouTube-Video ist eine halbe Stunde für so einen Goldfarm-Spot sehr angenehm, um einfach eine Vorstellung zu bekommen, wie man hier farmt, wie schnell man hier farmt, was man hier farmt, was man zu beachten hat dabei. Und manchmal spawnen die direkt dann daneben wieder. Oh, ich habe gerade auch noch ein bisschen Allergie am Start hier, ey. Und die Sommerpollen irgendwie. Alles nicht so einfach, Leute. Alles nicht so einfach. So. Aber man muss sich mal überlegen, ne? Wir haben 8 Minuten gefarmt. Wir haben schon sehr viel Müll gelabert und sicherlich noch nicht perfekt gefarmt hier gerade. Und trotzdem haben wir fast schon ein Primal vollständig. Ich will gar nicht wissen, wie hier so ein Jäger oder so farmt, der, oder einen Warlock, der kaum Kontakt zu den Viechern hat. Ja, der hat dann quasi ja noch eine. Oh, da haben wir das erste Primal Fire, jawoll, Leute, wunderbar. Das sind einfach mal gerade 50 Gold, ne? In 8 Minuten. Es ist halt, es ist schon krank, ne? Es ist wirklich krank. Also auf unserem Server sind die gerade, also, doch, ich glaube vorhin 49, 48 Gold wert. Das muss man sich einfach mal überlegen, ne? Dann haben wir schon das nächste Mode. Also, ich war tatsächlich auch überrascht, wo ein Kumpel von mir hier meinte, yo, schau dir mal den Spot hier an, der droppt richtig gut. Dachte ich erst so, okay. Aber man muss einfach sagen, von der Droprate her, es ist schon krank. So, machen wir mal Cloak an. Ich würde euch auch als Schurke empfehlen, Cloak ruhig immer auf Cooldown halten. Dadurch widersteht die auch immer. Und schon wieder zwei, ne? Also es ist wirklich krank. Dadurch widersteht ihr dann auch immer dieser Feueraura, die die haben. Ich glaube, warte mal, ich werde den hier mal killen und den dann nicht looten, damit der länger liegen bleibt. Der nervt gerade so ein bisschen hier an der Location. Dann können wir die alle immer hier looten, pullen. So, kommt der natürlich auch angeschissen hier, war klar. Mein Gott. Ich habe jetzt quasi die letzten. Dann macht der noch irgendeinen Scheiß hier, ne? Ja, den looten wir auch nicht. Ich habe jetzt die letzten Tage, ja, Heiltrank. Für meinen Kolben gefarmt. Da brauchte ich eben 20 Primal Fire für. Oh, jetzt wollte ich fast looten. Und zwar habe ich mir hier den Kolben gefarmt.
Haben wir ihn denn? Und da brauchte ich eben unter anderem diese 20 Primal Fire, die habe ich mir halt gefarmt. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen in der blöden Lage, dass ich das Upgrade davon brauche. Dragonmaw nennt sich das, der nächste Kolben. Und der ist eigentlich von den Materialien her gar nicht so teuer, das geht eigentlich. Problem ist nur, man braucht Schmiedekunst auf 375 dafür. Und es gibt so drei Arten, wie man das erreichen kann. Und zwar einmal gibt es ein Dungeon-Rezept, womit man quasi ab 360 weiter skillen kann. Problem ist nur, das ist leider noch nicht gedroppt bei mir. Ja, das droppt in der Auchenei-Krypta, da war ich schon öfter drin, ist leider noch nicht gedroppt bei mir. Das ist so die billigste Variante, wie man von Schmiedekunst 360 auf 370 oder beziehungsweise 375 hochleveln kann. Und dann gibt es nur noch zwei andere Möglichkeiten tatsächlich. Und zwar einmal gibt es einen, jetzt haben wir schon wieder zwei, sehr schön. Rezept von den Seern. Das ist auch noch relativ überschaubar von den Materialien her. Ist aber auch ein bisschen teurer. Und dann gibt es noch die teuerste Variante für die Aldor. Ja, und jetzt ratet mal, welche Fraktion ich natürlich gewählt habe. Natürlich die Aldor. Ja. Ich wusste das natürlich vorher, mir war das schon klar. Mir war dann letzten Endes wichtiger, den guten Aldor-Enchant zu haben, als den günstigsten Weg oder einen günstigeren Weg, um Schmiedekunst hochzuleveln. Aber das ist gerade so ein bisschen nervig, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ja, ob ich jetzt wirklich. Das hier wäre zum Beispiel, müsst ihr euch vorstellen, das Rezept, womit ich jetzt Schmiedekunst weiterleveln würde. Da müsste ich mal überlegen, ne? Für einen einzigen Skillpunkt brauche ich 4 Primal Fire und 4 Primal Water und 8 Fire Iron Bar. Und das ist halt echt. Das ist schon eine Ansage, ne? Also für einen Skillpunkt, ja. Es wären einfach mal 40 Primal Fire, glaube ich. Die ich nur zum Skillen von Schmiedekunst bräuchte. Und 40 Primal Water. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Aber ihr müsst euch mal überlegen, ne? Wir sind 13 Minuten hier, haben zwei Primal Fire und einen Motor Fire. Also, wenn das jetzt nicht der beste Goldfarm sein soll momentan, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Übrigens, falls euch einer fragt, ob diese Druckwelle, die die Elementare am Ende machen, wenn die sterben, ob die Damage macht, nein. Also da braucht er keine Sorge vorhaben. Das wäre tatsächlich, wenn die Damage machen würde, ne, dann würde ich fast schon, sogar schon sagen, könnte man schon von einem Melee-unfreundlichen Spot reden. Da bin ich tatsächlich sehr glücklich drüber, dass die kein Damage macht. Also wenn die Damage machen würde, also das, was ihr hier seht an Damage, was ich bekomme, ist nur die Feueraura von dem, ja. Die reicht aber auch schon. Und guck mal hier, und das nächste Green für 9 Gold. Es ist doch nicht zu fassen heute. Das kannst du dir nicht mal ausdenken hier. Leute, was wird denn das hier für ein GPM am Ende, bitte? Also das ist auf jeden Fall schon ein legendäres Goldfarm-Video an der Stelle. Oh mein Gott, ey, den würde ich fast schon anziehen, wenn es einer wäre, vom Design her. Geiler Kolben, ey. GG. Halleluja, Leute. Halleluja. Also, ihr müsst euch überlegen, ne? Das Einzige, was wir abziehen müssen, sind die 8 Mode of Fire. Alles andere haben wir schon gefarmt. In 15 Minuten. Ja, sollte sich auf jeden Fall lohnen hier heute. Ich habe übrigens auch, ja, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe noch keinen Epic Flugmount, kann ich den Farm trotzdem machen.
Vielleicht nochmal der Hinweis an euch. Könnt ihr natürlich schon, ihr könnt mit dem normalen Flugmount hier hochfliegen. Da gibt es schon so ein paar Taktiken. Und zwar, was ich jetzt bei einem Kollegen gesehen habe, der hat sich dann einfach gerade, also die Taktik geht dann besser, wenn sehr viel los ist. Der hat sich dann immer nur an eine Stelle hingestellt, zum Beispiel hier in die Mitte direkt. Warum hat er mich jetzt gerade gesehen, ETF? Was ist die Feueraura? Er hat sich dann nur hier hingestellt, ne, und hat halt immer wieder auf den Respawn gewartet. Das ist eventuell dann so wahrscheinlich lukrativer, als wenn ihr hier mit eurem Holzmount quasi langreiten würdet. Einfach hier stehen bleiben und auf den Respawn warten. Das könnt ihr hier in der Mitte machen. Ich würde sagen, hier ist eine gute Location dafür. Oder ich zeige euch nochmal einen anderen Spot. Oder ihr stellt euch ganz an den Rand hin, hier in die Ecke. Hier ungefähr. Und dann geht er immer so hier hin und her. Das machen auch einige. Das ist dann wieder in Anführungszeichen der Vorteil, wenn so viel los ist, weil dann spawnen die auch so schnell, dass es sich zum Teil gar nicht lohnt, noch woanders hinzufliegen. So. Ich bin hier gerade schon am Questen, ne, für Gold und für Ruf. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja nur mit Dungeon Grind hochgelevelt, ne? Also ich habe hier in der Höllenfeuerhalbinsel auf Level 60 oder 61 während der Levelphase überhaupt nicht gequestet. Das mache ich jetzt gerade. Seht ihr schon, ich habe hier schon auch den Ruf von Honorhold auf die Hälfte von Respektvoll habe ich schon. Aber tatsächlich, ich hoffe, der kommt. Ja, okay, jetzt haben wir gerade ein bisschen gefailt, aber egal, wir machen Evasion an. Tanken den weg und vanischen dann. Das ist halt wiederum beim Schurken jetzt eine sehr angenehme Geschichte, dass wir dann hier einfach wegvanischen können. Guck, der ist auch direkt wieder gespawnt, ne? Also das ist wirklich zum Teil sehr krank. Aber tatsächlich überlege ich jetzt gerade, wenn man hier so viel Gold macht, ne? Ich nach 18 Minuten 3 Primal Fire habe, ganz ehrlich, ob ich nicht einfach jetzt hier weiterfarme, die nächsten Tage. Da bin ich tatsächlich gerade echt am Überlegen, ob ich das vielleicht mache. Weil, so blöd kann das sein, dass er nicht merkt, dass man hier endlos Gold scheffeln kann, ne? So blöd kann keiner sein. Oh. Ah, man da oben aus dem Ali, okay. Ne, Leute, auch immer hier die Schatten im Auge haben. Die Horde lauert überall über euch. Das ist übrigens einer der Vorteile, wenn man die, das will ich gerade mal gucken, warte mal. Wenn wir jetzt hier die Schatten runterstellen würden, ne? Low, würden wir den dann da sehen? Ne, guck mal. Dann würden wir nicht sehen, wie eventuell ein Hordler lauert, Leute. Das ist ja, wisst ihr Bescheid? Warte mal, hatte ich es auf Good oder auf High? Ich weiß gerade nicht mehr. Damn. Ich glaube, ich hatte es auf Good. Ne, wieder ein kleiner Lifehack. Mach die Schatten an, wenn er PvP macht. Kann Leben retten. Kann Leben retten, Leute. So. 20 Minuten haben wir erreicht. Und wir haben 2,5 Primal Fire. Es ist der Wahnsinn. Es ist der helle Wahnsinn. Und natürlich auch noch die grünen Gegenstände hier, ne? Und schon wieder 2 Mode, also ist es halt wirklich.
Es ist einfach der Dream. Ne, ihr seht hier schon, die spawnen so schnell wieder. So schnell kannst du gar nicht gucken. Den Cloak anmachen. Gerne auch nochmal Feedback, Leute, ob ich die Musik noch lauter machen soll oder noch leiser. Ich bin da ein bisschen unschlüssig gerade immer. Was das angeht. Ne, ihr seht, also mit dem Epiflugmod, ne, man fliegt hier hin irgendwie. Man hat eigentlich außer dem eigenen Regen keine Downtime, ne? Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Na komm, beweg dich. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, der Farm hier. Vielleicht noch ein ökonomischer Hinweis an der Stelle. Primal Fire wird in den nächsten Wochen noch droppen vom Preis her. Das wird billiger wahrscheinlich. Beziehungsweise das, also, oder sagen wir es so, es wird langfristig auf jeden Fall billiger werden. Primal Air wiederum wird teurer. Das ist einfach so, weil Primal Fire braucht man, wie gesagt, hier für die ganzen Schmiedekolben am Anfang und so weiter, den ich mir ja auch gebaut habe und für viele andere Dinge am Anfang. Primal Air wiederum braucht man dann auch für die ganzen Enchants und auch wenn wir so ein paar Monate in Burning Crusade drin sind, wird Primal Air deutlich wichtiger. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr, wann ihr das verkauft. Ja, also ihr solltet echt überlegen, wann ihr es verkauft. Und es kann natürlich noch so ein Punkt kommen, ich weiß gerade natürlich noch nicht, wo so die Masse der Spieler ist momentan, auf welchem Stand die sind. Ich denke mal, der Großteil der Spieler wird noch nicht Level 70 erreicht haben. Das heißt, es könnte auch nochmal zu so einem kleinen Anstieg vom Preis kommen. Da muss man mal schauen, die nächsten Wochen. Aber verpasst nicht den Punkt, wo ihr das verkauft. Ja, nicht, dass dann irgendwie in 3 Monaten bekommt dann irgendwie nur noch 15 Gold für einen Primal Fire. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht zu lange wartet mit dem Verkaufen. Dann ärgert ihr euch am Ende, ne? Weil dann habt ihr natürlich deutlich weniger Gold hier in der Stunde gefarmt. So, wir haben noch 7 Minuten, Leute. Wir pumpen noch ein wenig. Wir gucken mal, dass wir hier noch so ein bisschen was reinbekommen. Und gleich werden wir natürlich zum Aha gehen. Da gibt es einen kleinen Cut. Dann stehen wir direkt vorm Aha. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier wirklich heute gefarmt haben. Damit wir dann auch genau einschätzen können, ob das wirklich lukrativ war oder ob ich einfach nur Müll geredet habe hier heute. Das werden wir gleich mal schauen. Man muss natürlich sagen, es variiert von Server zu Server natürlich. Das ist logisch. Ich habe zum Beispiel auf Gehenna schon gesehen. Also, aber gut, Gehenna ist eh immer. Kann man nicht so wirklich vergleichen, finde ich. Ist einfach so eine Welt für sich da. Aber auf Gehenna ist die Preise zum Teil da. Also die drehen ja völlig durch da. Manche Sachen kriegst du irgendwie nur gefühlt 5 Gold für. Wir gehen hier für 30 Gold weg. Von daher denke ich mal, auf den meisten deutschen Servern wird sich dann doch ein ähnliches Bild abzeichnen und man wird so ungefähr das gleiche für die Primals bekommen, vermute ich. Ja.
natürlich auch ein bisschen die Frage jetzt, wenn ich das Video hier machen werde und die Hunderttausenden und Millionen von Leuten, die das Video sehen werden, wenn alle hier anfangen zu farmen, ob sich das dann auch noch lohnt hier, da müssen wir natürlich mal gucken. Aber ich wollte euch natürlich diesen wirklich grandiosen Farm nicht vorenthalten. Ich finde den, muss ich auch sagen, von der Location her richtig, richtig angenehm. Ich farm auch gerne immer, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich farm auch immer gerne an Locations, die so ein bisschen so eine düstere Stimmung haben, irgendwie, wo man so ein bisschen auch, weiß ich nicht, so in dieses MMO, WoW, Burning Crusade Feeling reinbekommt, reinkommt. Und wo würde das besser gehen als bei dem Thron von Kil'jaeden? Und man farmt hier die Feuerelementare. Von daher auch ein sehr angenehmer Spot, wie ich finde. Von der Atmosphäre her. So, jetzt haben wir es auch gleich hier geschafft. Noch 3,5 Minuten. Kann ja vielleicht am Ende hier auch noch mal so ein bisschen mich noch mal updaten, was bei mir gerade so abgeht. Wir sind jetzt quasi gerade, ja, 1,5 Wochen in Burning Crusade drin. Wir werden jetzt am Montag Kara gehen, das zweite Mal. Wir waren ja dann in der ersten Woche tatsächlich noch einmal Kara reingegangen. Hatten die ihn aber nicht komplett geclearnt. Aus vielerlei Gründen. Wir sind einfach eine neue Gilde. Wir mussten uns noch so ein bisschen einspielen. Und haben jetzt gesagt, okay, wir machen Karasan jetzt nicht direkt am Mittwoch, sondern am Montag, weil wir mit zwei Gruppen gehen wollten und möglichst vielen Leuten einfach noch die Möglichkeit geben wollten, hochzuleveln, Gear zu holen und dass wir dann auch wirklich effektiv Kara gehen können und nicht direkt auf Krampf am Mittwoch. Genau. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Wie gesagt, da gehen wir jetzt am Montag mal rein. Also morgen. Und hoffe natürlich, dass wir dann quasi auch mit beiden Gruppen den Raid clearen werden. Ja, ansonsten bin ich natürlich auch noch in der ganz normalen Ruf-Grind-Phase. Ich habe auch, ihr seht hier unten bei der Reek Aura hier, noch keinen Ruf außer Keepers of Time auf respektvoll. Da bin ich, wie gesagt, ein bisschen am Questen auch gerade. Versuche den Ruf überall zu pushen, dass ich auch in jede Hero rein kann. Das ist mir dann auch wichtig, dass ich die Hero Daily mitnehmen kann und, und. Oh, Grüße gehen raus an reiner Zufall an der Stelle. Und dann bin ich natürlich auch noch in der PvP- bzw. Arena-Vorbereitung. Jetzt kommt der Kollege natürlich wieder mit. Wir machen mal Preparation an. Der kommt auch noch mit. Ja, genau. Kommt alle vorbei. Das heißt, ich werde heute im Stream auf Twitch wahrscheinlich ein bisschen Warsong farmen. Ich glaube, wir haben gerade noch Warsong Weekend. Und ich brauche noch die PvP-A-Maschinen. Die sind auch sehr gut im PvE. Der nächste Woche beginnt dann schon die Arena, Leute. Das wird auch sehr spannend werden. Da freue ich mich auch mega drauf, mit meinem Arena-Mate dann in die Arena reinzugehen. Wir werden am Anfang ja sicherlich noch nicht komplett rasieren, weil immer noch ein bisschen Gear fehlt und so weiter. Aber so langsam mal reinschnuppern in die Arena. Und dann wird es auch so langsam mit den Arena-Videos hier auf Twitch losgehen. Dass dann wirklich ja, jede Woche auf jeden Fall ein Arena-Video kommt. Einfach so mit unseren Games, die wir aktuell machen. Und da freue ich mich auch schon der drauf. So, wir sind bei 29 Minuten angekommen. Ja, schaffen wir noch eins. Wir haben drei Primal Fire. 3,3. Eins machen wir noch für die Ehre. War natürlich auch ein bisschen geschnackt haben hier. Komm, eins machen wir noch. Und dann haben wir wirklich jetzt hier eine halbe Stunde gefarmt.
Und er gönnt tatsächlich nochmal. Er gönnt nochmal. Dadurch gehen wir auf die 3,5. Primal Fire, die 8 ziehen wir ab. Und ich lasse das alles so. Und wir sehen uns in einer Sekunde im Aha wieder. Und da sind wir auch schon direkt vor dem Aha angekommen, Leute. Ja, wir gucken mal, was wir quasi hier heute an Gold in der halben Stunde gemacht haben. Wir haben heute erfarmt 3 Primal Fire, 5 Mode of Fire, ein grünes Item für 9 Gold, ein grünes Item für 10 Gold. Also das ist natürlich absolut todeslucky. Dann ein grünes Item für 2 Gold, eine Essence of Fire, diese grauen Gegenstände hier, das hier. Wie gesagt, die hatte ich ja schon in der Tasche. Jo, und jetzt gucken wir mal, wie viel Gold wir hier heute gemacht haben. Also, ein Primal Fire. Momentan Minimum 44 Gold auf Patchwork. So, gucken wir mal. Das geht hier sogar zum Teil noch deutlich teurer, ne? Jetzt muss man mal gucken. Wir nehmen aber hier einfach mal das Minimum. Wir nehmen hier wirklich mal das Minimum, was wir gerade dafür bekommen würden. Ich würde aber einfach mal behaupten, wenn ich die für 49 Gold reinstellen würde, würde ich die auch verkaufen. Ja. Aber wir rechnen immer mit dem Minimum hier und wir wissen dann einfach, es ist noch ein bisschen Luft nach oben da. So, also wir haben 3 Stück hiervon. Dementsprechend sind wir bei 132 Gold. In einer halben Stunde, Leute, ne? So, dann Mode of Fire. Haben wir 5 Stück. Ja, sind nochmal so. Ja, kann man schon so sagen, 5 Gold im Schnitt wert, wenn wir die einzeln reinsetzen. Ja, das heißt, wir machen nochmal plus 25 Gold. Sind wir schon bei 157 Gold. Dann haben wir das Item hier. Ja, plus 9 Gold. Plus 9,5. Ja, plus 2. Essence of Fire. Mal gucken, wie viel die wert ist momentan. Ja, gut, nee, nicht wirklich viel. Also plus 0,75. Dann hier sind nochmal so 5 Gold bei 40. So sind 5 Gold. Das sind 6,2 Gold nochmal. Also nochmal plus 6,2. In einer halben Stunde, Freunde der Nacht, in einer halben Stunde haben wir gerade 184,45 Gold gefarmt. Wenn wir das verdoppeln, dann haben wir momentan einen Stundenlohn hier von 368,9 Gold, wenn wir das Primal Fire in Anführungszeichen nur für 44 Gold verkaufen. Ich vermute, es sollte tatsächlich noch ein wenig hochgehen und dann wieder runter. Meiner Meinung nach mit Abstand der beste Goldfarm, den ihr momentan machen könnt, Leute. Ich hoffe, euch hat diese halbe Stunde gegrindet heute ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen informiert. Ich entschuldige mich für meine leichte Erkältung. Aber Leute draußen, die Pollen und so weiter, was willst du machen noch? Wir müssen ja Content bringen. Was wollen wir denn machen? Was wollen wir denn machen, ja? Wir haben natürlich auch ein bisschen gelackt hier mit den grünen Items für 9 Gold und für 10 Gold. Also das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Regel, ja, da bin ich auch ehrlich. Aber Leute, selbst dann wären wir immer noch bei 350 Gold in der Stunde. Was will man eigentlich mehr momentan, ja? Ich hoffe, euch hat der Goldfarm gefallen, Leute. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Wenn ihr noch andere coole Farmspots findet, schreibt mir jetzt auch gerne rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer DieFeiler. Ciao, ciao.